bist du für ein kleines Kerlchen, ne? Die kann man sicher lecker fressen, wa? Ja, pff, was zum Henker? Wo bin ich? Meine Hand! Nein! Das Tier im Manne. Was ist das für eine Kreatur und... Wer ist das denn? Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Speichern, was soll denn sonst machen? So. Bitte betätige nicht den Powerschalter, halt dich nicht vor. Ja, das lief jetzt mal gar nicht so geil, war? Und dann angekettet wie so... Ja, ich komm nicht weg! Das... Tod kann ich zumindest wühlen. Komm ich durch, scheiße. Oh, da kriegt man ja Angst. Aber was wohl klug ist, ein knurriges Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hündchen geworden gewesen wärst. Bitte hilf mir. Gut, so Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Ein Wolf. Du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so. Verarsch mich nicht hier. Na, bist du ein braves Hündchen? Und jetzt sei schön ruhig. Krass, Zauberei! Überrascht, hehe? Ja, vor allem, dass du Mana hast und ich keine, ist doch voll Diskriminierung. Aber wo sind wir hier nur hergekommen? Pfui! Keiner Trick, wa? Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen, hehe. Na, komm schon, komm schon. Irgendwie ein kleines, freakiges Mädchen mit einem Bauchnabel und... aber keinen sichtbaren Brüsten und die uns total verarscht. Wir sind Wolf. Alter, das war damals so eine geile Szene, du einfach so... irgendwie an das Reich gezogen, das Triforce, also sprich, ich frage meines Mutes, läuft auf und blub, wir sind Wolf. Eigentlich schon, hier geht noch nichts. So komme ich jetzt hier ein bisschen raus. War vielleicht mal angreifen hier. Wühlen? Boah, das ist total verlottet hier. So, wo ist sie? Kann sie riechen, ne? Runter da! Anscheinend bist du ein richtig kluges Hündchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Nicht an den Ohren! Dafür bist du schön brav gehorchen, wenn ich das sage, ist das klar? Ich bin kein Hund! Ich bin ein Mensch hier. Mein Name ist Michael. Wenn es reinzugehen, ist das klar, Mann? Also verstanden? Dann los! Man, verarsch mich hier nicht! Alter, voll die Diva! Und ich bin der Sklave oder was? Dann geh einfach her, um mich zu rufen. Wenn du brav bist, kann ich dir vielleicht sogar helfen. Hallo, was ist das denn? Sieh alleine raus. Okay, was ist jetzt die Abkürzung? Muss ich da wirklich durch?
Nun, aber sogar richtig. Was zum... Eine Seele? Aha, das ist ja... Pass auf, zeigt dir das Interessantes. Antivirus soll erkennen, dass da etwas ist, oder? Drück X, um dein Gespür zu schärfen. Sieh dann genau hin. Was zum... Hier, dürfte von Sicherheit sein. Verdammt, keinen Schritt weiter. Stehen bleiben. Ja, und jetzt? Das ist ja durchaus interessant. In einer anderen Welt, hä? Da gibt es noch mehr von diesen Geistern. Sollst du X verwenden, hm? Mein X. Total gruselig hier. Na, für ein Teil. Wir liegen gerade knurrt. Oh, der Arme kommt gar nicht hoch. Der Berg gehabt. Ja. Das wird's nicht so geil. Lass mir das sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnert dich an das, was du als Mensch konntest. Denn Sinn bleibt gleich, wenn deine Gestalt so verändert hat. Ein bisschen hin, ja? Ja, ja, also gut. Das war ein kurzer Fight. Wo zum Henker sind wir? Wie kommen wir jetzt zurück nach Ordo? Wie kriegen wir unsere Gestalt zurück? Fragen über Fragen. Bis auf die Keys sagen, nur nicht sagen und denk mir, okay, Link. Ja, wir freuen schon. Oh, da kommen wir nicht unbedingt weiter. Zumindest noch nicht. Ah, ja, man sieht schon. Super, das gerade. Voll vorbeigesprungen. Links so vom Stöhnen. Geht das vielleicht. Aber hat doch ja aufgemacht. Ja. Tor einfach nur Abkürzung auf der anderen Seite. Da bringt es ja voll. Fernangreifen reicht. Ja, Wolflink ist in dem noch ziemlich stark. Hunde schwimmen. Yeah. Mein Hund, ich kann schwimmen. Yeah. Bin cool. Wirst du den ganzen Herz ab? Ach du Scheiße. Die Viecher ziehen ein ganzes Herz ab. Michael, wo bist du? Keine Ahnung. Okay, I'm confused. Very well. Was sind für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus, ich muss raus hier. Ja, würde ich auch am liebsten. Kannst du mir also glauben. Kommt hier rüber, da kann ich den umgehen, weil es kann leider noch viel stärkere Viecher. Wir haben keine Herzen mehr, gar keinen Trank einsetzen. An dem ist natürlich hier Heldenmodus schon ein bisschen krass. Also mal vorher die ganze Zeit mit Gandalf Amiibo noch zocken. Sprich eine Art Hardcore-Modus, sind doch jetzt sogar zwei Herzen weg. Ja, also wenn man... Alter, wenn die mich überraschen, sind doch fies. Mann, den würde man gerne wieder auffrischen. Oh nein, schon wieder mit so ein paar.
Natürlich. Ich hab's doch angegriffen. Was denn sonst machen sollen? Ich hab's doch angegriffen. Game over. Ja, eben von dem her ist es halt. Was, Spiel fortsetzen und dann spielt schon neu laden, dann wieder zwei Herzen. Menschenskind, also das ist wirklich fies, Leute. Sorry, aber. Ich sag, das Wolf kann ich gar nicht teilen, geht gar nichts. Gegen zwei Gegner, also hallo. In ein Spiel zu gelangen, okay. Ja, so dumm war es gar nicht bei mir, deswegen ist es ein bisschen doof. Und ja, ich stand natürlich mit dem Startbildschirm aus, wenn man halt nicht wieder irgendwie diese, sag jetzt nochmal, Fails irgendwie als Game Over angerechnet werden. Sehe ich nicht ein, Leute, ganz ehrlich. Aber hier mit drei Herzen, doppelten Schaden und ohne auch irgendeine Herzenkriege durchzukommen. Vor allem Wasser, wo sowieso scheiße ist zu catchen. Ah, sorry, wer hat sich das bloß überlegt? Da ist sowieso viel, da brauche ich gar nichts. So. Klug überlegen, Michael. Klug überlegen. Weil das hier ist echt so eine doofe Stille. Wenn es halt schon im Original so war, wäre es natürlich im, ja, im Heldenmodus ist es noch viel, viel schwieriger. Also schwieriger, noch mühsamer. Ah! Man hat es aber immer so gehasst. Im Wasser mit einem Hund. Oh oh. Dankeschön für den Treffer. Mein ganzes Herz. Er zieht echt ein ganzes Herz ab. Ja, und am liebsten auch rausgehen, ganz ehrlich. Komm schon hierher. Da geht einfach den Sand, da musst du selber schaffen. Naja, vielen Dank auch. So, den ich da aufmache, dann kommt natürlich direkt wieder. Da kommen noch mehr so Viecher, also muss eben dann schon der hier sein, den ich aufmachen muss. Ist das echt die Lösung, Leute? Ja, ich auch nicht. Ja, ihm geht doch. Es geht doch. Du. So, jetzt habe ich einen darüber. Jetzt zieht mein ganzes Herz ab. Das bringt mir ja Patzmark, kriege eh keine Herzen. Wenn jemand böses will, drehen wir auf diesen schwarzen Monstern. Krieg ich ja vielleicht irgendwo einen Trank noch, wäre natürlich ganz geil. Wozu brauche ich als Wolf überhaupt Geld? Naja. Hm, manchmal führen Umwege eben auch ins Ziel. Umwege, du bist gut, ey. Was meinst du, wo wir hier sind? Hm? Du willst hier raus, oder? Also gut, Abmarsch! Mann, nee, hinten. So, hier wird sowieso noch fieser. Wenn sie es auch geschafft haben, dann gehe ich natürlich nochmal speichern. Wobei ich fürchte ja, wenn wir jetzt doch noch K.O. gehen, dass er dann wieder irgendwie anders zurück muss. Da unten ein paar war. Ja, er muss aber. Kannst bitte mal die Kamera aufhören? Alter, jetzt schwenkt er die Kamera so, dämlich. Was werden soll? Ich will ja weg.
So. Bitte warte mal ein bisschen. Was ist denn so schwer? Zeig, wo du halb findest. Nimm einfach mit Zettel ins Visier und verwende A. Das war knapp. Hätte auch schief gehen können. Waren nicht hier oben sogar noch ein paar? Moment. Natürlich, Moondance machen. Nee, Link, also als Wolf würde das nicht unbedingt empfehlen. Und auf der Wii-Version noch mit dem Balancieren. Was zum... Verdammter Mist, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind, hä? Nee, ich hab keine Ahnung. Also ich schon, aber Link nicht. Willst du schon merken, hä? Boah. Oh nein, noch schlimmer. Aber hier ohne Schaden durchzukommen, ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich vielleicht einen Gegner aus dem Weg gehe, dann schon, aber... Soll ich mich aus dem Original erinnern, bin ich hier nie ohne Schaden durchgekommen. Wenn er kennenlernen will, wir sind da zum Turm. Und natürlich, dass es ein Schloss ist, also das Schloss Hyrule und so. Ja, Pim, tut mir leid, Leute, muss momentan noch daran gewöhnen. Das kommt davon, wenn ein Noob das Gefühl hat, er müsse unbedingt den Heldenmodus zocken. Hm, was? Ist auch ein Geist? Ja, hier kommen sie. Hm, sie haben Dinger sehen, so die schwarzen Monster, die können dich nicht sehen. Denkst du, ich lüge? Ich gespür, wa? Da sind so viele Vogelmonster, was ist hier eigentlich los? Was ist denn los in Schloss Hyrule? Tja, was sagst du mich das? Du bist zum Turm, schnell! Ja gut, das klappt eigentlich auch so. Ich glaube, angreifen wäre... Ich wollte sagen, Angreif, glaube ich, hier klüger. Das war knapp, hätte auch anders ausgehen können. Lebt ihm noch. Okay, das kann kein Herzen erscheinen, ist echt uncool hier. Oh nein. Ja, wir nach drauf gehen. Hm? Ziemlich weit zu sagen, nö, ich mach's mal so, das klappt schon. Ich würde sagen, immer wenn sie angreifen, von dem her. So, tü, tü. Bin ich von Türö. So, Was zum? Haben wir doch, hä? Anvisieren? Wir behalten werden vielleicht doch klüger für meine Spielvariante. Ich wollte gerade sagen, ich vertraue mal auf mich, ne? Aber... Nee, natürlich nicht. Oh, Michael, was machst du da bloß? Frag mich gerade auch. Und zwar massiv.
Ja, dass er mich noch vertrauen war, ohne dass er da groß eindenken soll, mich auf da hochbringen. Vergiss es. So, also diesmal muss es doch endlich mal funktionieren. Ich kann ja wohl nicht wahr angehen, ey. Gut, ich meine, die Strecke an und für sich ist relativ simpel. Du hast nur zwei Varianten. Entweder man rennt durch, was ich vorhin zum Teil versucht habe, was einen grandiosen Effekt hatte. Oder aber man macht es ein bisschen eleganter und knöpft sich jeden Gegner vor, was glaube ich ein bisschen sinnvoller ist hier. Denn ich befürchte, dass es mitten ein bisschen zu langsam ist, mich da hochzubringen. Und er halt durchrennen ein bisschen suboptimal ist. Ja, war es schon bemerkt. Dankeschön, Mitner. Ganz kurz versuchen, damit ich hier schnell hochkomme. Hier klappt es wohl, hat es irgendwie nicht geklappt. Muss gucken. Also, auch mal gerne versuchen würde, wäre halt irgendwie mit Amiibo Power, aber das klappt noch gar nicht. Jetzt schon wieder. Wenn ich hoch wollte. Mal Link, was zum Henker. Reagiert einfach zu spät. Das, vor allem das Problem ist immer sehr gut. Wenn ich hier hochklettern will, muss ich erst mit A, sonst geht's nicht. Und hier macht es automatisch, wenn ich da halt auch A drücken würde. Hat natürlich einen Fehl. Manchmal versuchen wir ganz was anderes. Das war, glaube ich, nicht so optimal von mir, wie ich es bisher gelöst hatte. Bezüglich halt Zielmethode. Warte mal ganz kurz. Come on, Michael. Warte mal. Ich hatte doch jetzt. Helligkeit, dort die Kamera wäre sind noch da, gut. Wir haben getroffen, fragen mich, wie ich jetzt das geschafft habe. Ja doch, mit Halten ist besser. Wie gesagt, im 1-in-1-Kampf, wir haben ihn langweilig schon wieder. Toll, Mitner, dankeschön. Im 1-in-1-Kampf dürfte es echt kein Problem sein, gegen die Viecher anzutreten. Vor allem hier oben, weil also ein Federtritt ist ein bisschen fehl. Ja, soviel dazu. Was war das schon wieder? Wollt angreifen, Link will nicht. Müssen wir mehrmals angreifen? Ach du Scheiße. Nein, weg da, Link. Was zum... Hä? Obwohl ich gehalten habe, hat nicht wieder anvisiert. Das war also... vermisst meine Wii-Steuerung. Was haben aber... So gerade wie jetzt hat er da nie Probleme. Gut, ich habe noch zwei Herzen, wenn nur eins in ihn durchkomme. Da sind viel zu viele Viecher da. Eigentlich müsste es klappen, wenn ich einfach nur einen anlocke. Den drüben natürlich sowieso, ist klar. Gut. Ja, so klappt es einigermaßen. Wieso braucht er jetzt so viel Treffer? Der hat 4 Treffer gebraucht. Leute, frag mich nicht warum, das ist mir gerade ein Rätsel. Wow. Das klappt gerade super. Natürlich. Ich würde gerne mit der... Boah. Alter, jo. Gut, ich hoffe, das war's. Wir müssen gleich beim richtigen Point sein, wo ich eigentlich hin wollte. Oh, mit einem Herz hat er geschafft. Meine Fresse, ey. Wie gesagt, eigentlich lieber das Spiel, aber die Passage ist echt scheiße. Kann man nicht anders sagen.
Congratulations, mich. Das kann nicht sein, dass wir hier so doof anstellen. Vor allem der Kampf hier oben, ey, und dann. Ja, Link, ich weiß. Wir sind da. Na, Kleiner, geht's noch? Hör auf, mich zu treten, Mietner. Ich bin fix und fertig. Midna? Ihr erinnert euch also an mich? Wenn das? Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht? Es sieht zwar etwas seltsam aus, aber so spielt wohl das Leben. Tja. Wie ist sie? Sie riecht gut. Du warst gefangen, nicht wahr? Verzeih mir. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was eigentlich passiert. Wollt ihr ihm nicht sagen, was ihr angestellt habt? Ich glaube, das hat er sich richtig verdient, meine Prinzessin. Prinzessin der Schatten. Wie jetzt? Also gut, hör mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule, in eben jenem Hyrule, dem einstmals die Kraft der Göttinnen innewohnte. Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht. In einen Ort des ewigen Dämmerlichts verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist. Ganondorf. Zwei Verhose, drei Göttinnen! Nein, definitiv nicht, Ganondorf. Trefft eure Wahl. Kapitulation oder Tod. Wählt aber das Volk von Hyrule leben soll oder sterben. Sie entschied sich für das Leben. Für ein verfluchtes Leben. Finsternis hüllt Hyrule ein und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensterhafte Wesen. Und das Schloss brennt. Aber sie selbst sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Stattdessen leben sie nur noch in Furcht vor den Wesen der Finsternis.
Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches. Sie ist es. Wahrhaftig. Total in HD. Prinzessin Zelda. Nun macht er nicht so ein trauriges Gesicht. Eigentlich hätte es sich ja gar nicht so schlecht. Ich meine, naja. Midna, die Wesen der Finsternis versuchen, euer lebhaft zu werden. Sagt mir, warum? Tja, warum wohl? Bald werden die Wachen hier sein. Midna, das gibt's. Wer sie anknurrt. Flieht, solange ihr noch könnt. Ja gut. Oder auch nicht. Schau mal, bevor die Wachen erscheinen. Oh mein Gott. Gut, dann natürlich vorher so noch speichern. Weil meiner Spielweise weiß man nie, was noch alles passieren könnte. Verdammt, da sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Mit einem Herz wohlgemerkt. Und, weißt du jetzt, wo wir sind? Ich hab's dir versprochen, also bring ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frage mich nur, ob du gleich nach Hause willst? Könnte es auch sein, dass du irgendwas Wichtiges vergessen hast? Willst du sie retten? Wir können dabei helfen. Allerdings, naja, bist du dafür als mein Diener, alles, was ich dir sage. Nun, dann geh in der Ruhe darüber nach. Alter, ist die alte Fiese. Die geht doch gerade. Die hat mir gerade tatsächlich meine Partikel aufgelöst. Ach so, eine kleine Karte, fast vergessen. Auch wenn die ersten Schatten entkommen sind, hast du dich noch nicht zurückverwandelt? Woher mag das wohl liegen? Tja. Jetzt? Man sieht sich. Das finde ich jetzt gar nicht geil. Ich habe bloß ein Herz. Ich kann keinen Trank nehmen, nix. Wenn wir vielleicht irgendwie heilen? Ja, das läuft nochmal ganz geil. Jo, ich muss sagen, die Einzige war's wieder mal für den heutigen Part, Leute. Es gab ein paar Game Overs. Das ist natürlich ganz geil. Und in der Einzige würde ich mal sagen, ja, trotz allem vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, da geht's gut. Ich meine, jetzt in freier Wildnis und so dürfte ich eigentlich kein Treffen mehr kassieren. Das Problem ist halt trotzdem, ich fürchte halt, ein Treffen, ich bin wieder tot. Und von dem her, ich sage, Heldenmodus ohne Herz und so weiter, vor allem zu Beginn und eben das Wolf ohne Schild zum Blocken und so weiter, ist halt schon doof. Aber man muss trotzdem nicht weitergehen und wie genau es weitergehen wird, natürlich auch wie wir uns überhaupt zurückfahren können, das und vieles mehr sehen wir dann wieder in der nächsten Episode, hier bei Legend of Zelda Twilight Princess HD. Bis dahin, ciao zusammen.